hat geklappt. So, liebe Leute. Das habe ich jetzt extra nicht aufgenommen. Ich zeige euch mal, wie ihr das machen müsst. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt. Pass auf, es ist ganz leicht. Hier seht ihr das. Oder auch nicht. Wenn man sich sonst dreht. Nein, es ist ganz leicht. Also, ihr müsst nicht das ganze Ding aktivieren. Ihr müsst bloß, wie ihr seht, aus diesen Spinnwaben bis oben hingehen. Und das macht ihr, indem ihr euch einfach eine Linie baut, so wie ich das gemacht habe. Hier seht ihr das, dann geht die nach da, dann geht die nach da, dann geht die nach da hoch, dann geht die wieder nach da, dann geht sie nach da und dann geht sie nach oben. Also ihr müsst nicht alle Waben wieder blau kriegen. Das geht nämlich nicht. Nur, dass es oben ankommt. Ja. Und das war der ganze Spuk. Ich habe das bloß nicht aufgenommen, weil es hat halt echt lange gedauert. Weil Berti am Meg mit Dead Space und das in der Schwerelosigkeit ist scheiße. Ja, wie gesagt, das ist das Com Array in der Fertigstellung. Ist nur ein bisschen Schnüre ziehen. Und jetzt aktivieren wir das Com Array. Und jetzt speichern wir erstmal. Bevor der nächste Blödsinn kommt. Sagt, die Rätsel von Dead Space sind an sich nicht schwer. Ein bisschen fummelig. Oh, er sieht aber aus. Drachen Rudolf. Dies ist eine Antwort auf das SOS-Signal der USG Shimura. Wir senden auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel Nummer 47 aufgenommen und sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Diese Nachricht wird alle 30 Sekunden wiederholt, bis Sie antworten. Jo. Rettungskapsel. Ah, Scheiße. Hammond hatte sie abgeworfen. Da war Chen. Diese Kreatur war da drin. Nein, 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 nein. USM Bella, kommen. Kommen, Bella. Ah, das Signal ist nicht stark genug. Können wir die Langstreckenantenne benutzen? Nein, irgendwas blockiert die Drucktüren über dem Kommunikationsarray. Scheiße. Man kann sie im Wartungsraum manuell öffnen. Ich gehe. Versuch sie weiter zu erreichen. Ihr wollt mir doch jetzt nicht sagen, dass hier alles wieder umsonst war. Dass die das Vieh jetzt in ihre Bude mitnehmen. Und dann Skat spielen mit dem Vieh. Du schon wieder. Mein Gott, verreck doch mal. Kostet es mich langsam zu viel Energie? Munition. Oder was auch immer. Ist hier noch was? Naja, ihr weiß schon. Wartungsgondel. Na, herzlichen Glückwunsch. Fahre die Antenne aus. Das sagt meine Freundin auch immer. Fahr mal das kleine Antennchen aus. Kleine Süße. Oh, ernsthaft? Tag. Das hier. Textlog. Oh, persönliches Logbuch. Es ist wieder passiert. Das dritte Mal in den letzten, wie lange auch immer. Ich kam nach der Schicht rein und Rousseau war wieder am Sender. Xier sah ich furchtbar aus. Ich weiß nicht, ob Xier seit dem letzten Mal. Als ich Xier? Hier? Da haben sie aber schlecht geschrieben, Alter. Ja. Ja, es ist nur dumm, sie sabbere und vor allem ist es scheiße geschrieben. Xier. Ein paar Schreibfehler drin. Das lohnt sich nicht. Wir hätten eigentlich, so schlau wie wir sind, hätten wir eigentlich mal. Ja, die Energiekanone, die ist schön und gut. Das Problem ist nur, wir haben zu wenig
Munition dafür. Aber egal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das doch noch hingekriegt habe. Ey Kumpel, wie geht's denn dir so? Ey, er denn für Pfoten? Also wenn man von Wichsen lange Arme kriegt, dann ist er Meister hier. Wie steht überhaupt dort? Ich hoffe doch. Ist ja widerlich. Dafür kriegst du 400 Credits? Eine Frechheit. Also dafür hätten sie ja mal ruhig mal 420 geben können. Ja, also. Im Kleiderraum. Ja, da gehe ich aber mal rein. Und ein Waffen-Upgrade. Lass mal gerade ab. Credits. Plasma-Energie. Geile Scheiße. Was haben wir denn hier so im Inventar? Boah, geil. Rubin-Hype. Das ist gut. Das Lager verschieben. Ja, das sieht gut aus. Ein bisschen Energie haben wir. So, und jetzt müssen wir uns mal wieder ein bisschen Munition. Oh, die Preise. Gib mir diese Muni. Ja, am Anfang ist das immer noch ganz geil. Da brauchen wir keine kaufen, ja. Mittlerweile. Das ist anders aus. Hatten wir hier vorne nicht eine Bank? Können wir gleich das Upgrade reinmachen. Muss ja nicht mal alles mitschleppen. Ah. Alter, der haut richtig rein. Wenn man den komplett aufbaut, dann geht's richtig ab. Ist auch die stärkste Waffe in dem Spiel, war damals schon so. Es das Makata ist einfach die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Aber die fällt halt nicht so gut wie andere. Guten Tag. Hallo. Schon wieder. Warte mal, für dich wollte ich eigentlich was anderes nehmen. Arschloch. Musst du mal alles kaputt machen? So, den heben wir jetzt mal wieder ein bisschen auf, falls wieder so eine kleinen Mistviecher kommen. Besser ist es. Hier los. Ist ja was umsonst? Ah, nee, die Antenne will ich aber noch nicht. Erstmal gucken, was es hier so gibt. Na, Knoten. Ist auch schon wieder alles kaputt da in der Bude hier. Oh, was ist das denn? Hä? War da noch irgendwas eben? Nehmen wir mit. Ja, ist klar. Ist klar. Mhm. Wenn man so viel Schrott kriegt. Genau, hier war noch was.
Wenn man hier so viel Scheiße kriegt, dann kann da nichts Gutes bei rumkommen. Das war mit zu viel Munition. Fehler. Drucktüren blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Ja, wie schön, dass ich ein Techniker bin. Was der ist denn? Der Leviathan blockiert ist. Er muss sich am Kommunikationsarray festgekrallt haben, nachdem wir ihn ins All geschossen haben. Er lässt sich nicht so leicht entfernen. Isaac, wir haben keine Zeit. Doch, mit den AAS-Kanonen. Manuelle Zielerfassung wie vorher. Ich kann ihn direkt von der Hülle wegschießen. Ich schaffe das. Konzentrier dich auf die Welle. Okay. Ich habe eine Idee. Wie der aussieht, eine gute Hämorrhoidensalbe und... Er ist weg, ey. Ja, klar, wir müssen natürlich da rein, also. Zu Hämorrhoiden, Heinrich. Mein Gott, ey. Das sieht wirklich aus wie eine Hämorrhoide. Ah, hier. Oh. Hier mit, oder was? Manuelle Zielerfassung aktiviert. Aua. Aua, das tut doch weh. Warum macht Hämorrhoiden? Aua! Warum macht Hämorrhoiden Heinrich alles kaputt? Na ja, toll. Willst du denn das machen? Da muss der den Scheiß Energie nehmen. Oh Mann, Alter. Diese Kanone ist scheiße. Das ist ein Müll. Das ist diese Steuerung in dieser Schwerelosigkeit. Also ernsthaft. Die ist so richtig vorm Arsch. Vielleicht sollte ich mich dann auch hinstellen. Das drückt so richtig den Spielspaß. Diese scheiß Schwerelosigkeit. Muss ich echt sagen. Ja, wir sind im All. Ist alles schön und gut, aber es nervt einfach. Schwerelosigkeit aktiviert. Machen wir das anders. Manuelle Zielerfassung aktiviert. Ja, so geht es auch immer schon mal ein bisschen besser. Warnung. AAS-Kanone. Oh, hau doch mal ab, du Mist. Man hat aber auch keine... Mein Gott, du warst hier getroffen, wieder egal. Manuelle Zielerfassung aktiviert. Oh, schnell das kommt.
Steuerung ist echt ein bisschen scheiße. Wo jetzt hin? Weil man sieht nichts. Dieser Steuerung, ey. Ey, ich hab zu wenig Energie, ist nichts, um mich mehr mitnehmen. Ey, hier ist doch sonst nichts mehr. Kanonen. Zum Ende. Ich brauche eigentlich mal eine Pause. Mehr Ammunition, Energie mitnehmen, hat keinen Sinn. Bin halt nicht der Super Pro, dass ich hier alles ohne einmal treffen schaffe. Mein Gott. Ist aber auch mit diesem scheiß Controller. Lässt sich so scheiße teilweise spielen. Hier unten keine Scheiße. Store, muss ich echt bis hochfahren? Ist ja nicht mal schwer. Das Problem ist, dass es jedes Mal so ein Munitionsfresser-Scheiß. So, der Geiz. Oh, ist mir egal jetzt hier. Will man ja auch schaffen. Bringt dir das jetzt um die Geize. Ist nicht mal echt diese beschissene. Ekelhafte Schwerelosigkeit, die geht mir auf den Sack. Und dieser Controller hier. Ich spiele sowas eigentlich lieber mit Tastatur, aber... Ist leider mittlerweile so, dass die... diese Konsolenportierung auf dem PC einfach den Controller besser spielt. Wie gesagt, jetzt wissen wir ja, was wir machen müssen. Wir hätten, wir wären vom, vom Ende, 100 Pro. So. Oh, ey. Oh, lass mich doch mal in Ruhe, du Mistvieh, du Heudiges. Erstmal mit der Gita. Ey, diese Schwerelosigkeit, die verballert mir jedes Mal alles, ey. Das ist zum Kotzen, ey. Jetzt mal ein bisschen Concentration. Oh, ey. Wenn du einmal aus dem Konzept bist, dann ist vorbei. Nimm Energie jetzt. Mann. Und stell dich wieder hin.
hält sie jetzt hier wichtig mit dem Mist. Ist die letzte hinten, ne? Oh Mann, ey. Mann! Leg dich hin, du Bastard! Langsam mal gut, ey. Das ist gar keine Chance. Ey, jetzt hier übertreibt doch mal nicht. Wie viel? Runter von meinem Schiff, ja. Ich habe das Vieh tot gemacht und er hat es nicht gespeichert. Na, fuck you, ey. Ernsthaft. Ey, fuck you. Ich hab's geschafft. Jetzt reicht's. Jetzt werde ich sauer. Und die Energie jetzt mehr als nämlich alles mit. Jetzt kaufe ich nochmal für mich. Ey, ist mir egal. Ganz ehrlich. Ich hab das Scheißvieh geschafft. Und dann? Speichert er nicht, ey. Misthure, Alter. Boah, sorry, aber jetzt bin ich gerade richtig sauer. Nein, jetzt sind die in der Scheißdinger hier, ist mir ja, Mann, nimm die Kohle weg, ist mir ja jetzt hier. Das war nur, weil ich einmal aus dem Konzept gekommen bin da. Blödsinn. Aber jetzt machen wir erstmal wieder einen Schnitt und sehen uns in der nächsten Folge und dann machen wir das Mystery Kalt, ey. Ich brauche eine Kippe. Hämorrhoiden Heinrich, Alter. So, wir kennen den Werdegang, wir wissen, wie es läuft. Wir sehen uns in der nächsten Folge.